Bitte schön. Dale, pendejo. Vamos. An dieser Stelle blenden wir lieber aus und wenden uns erst einmal den geruhsameren Stellen von Total Overdose zu. Das Spiel ist nämlich in Abschnitte gegliedert. Man spielt eine für die Story wichtige Mission, erfüllt danach verschiedene Mini-Aufgaben und macht sich dann an die nächste Story-Mission. Zwischen diesen Aufgaben kann man frei in der Stadt herumfahren, GTA lässt grüßen. Genau wie bei GTA können Sie sich dann auch an verschiedenen Stunts, an Sprungschanzen versuchen. Für die Stunts an sich gibt es hier zwar keine Punkte, dafür sammeln sie verschiedene Extras ein. In diesem Fall ist das lediglich eine Aufbesserung unseres Punktestandes, aber auch das hilft, denn wenn wir genug Punkte zusammen haben, werden unsere Fähigkeiten verbessert und wir können beispielsweise mit 2 Pistolen auf einmal schießen. Wir schnappen uns jetzt aber erst einmal ein Taxi und besuchen einen anderen Stadtteil, um unsere nächste Mission anzunehmen. Mr. Taxi, Beeilung, zum El Macho. Hallo, buddy. Der Polizist verlangt von uns, dass wir 3 Burrito-Stände zerstören sollen. In denen verstecken die Dealer nämlich ihre Drogen. Also schnappen wir uns erstmal etwas durchschlagendere Ausrüstung. Charaktere, die Aufträge vergeben und Auftragsziele selbst sind immer auf der Übersichtskarte eingeblendet, sodass man sich schnell zurechtfindet. Allerdings gibt es leider keine Gesamtkarte der Gebiete, sodass mitunter viele kleine Markierungen an den Rändern des Kartenausschnittes übereinander liegen. Am unteren Bildschirmrand wurde uns gerade angezeigt, dass wir einen Combo-Move gelandet haben. Wir haben den Stand zerstört und gleichzeitig einen Drogendealer ausgeschaltet. Solche Combo-Punkte bekommen Sie für alle möglichen Aktionen, wenn Sie Feinde während eines Fluges im Bullet-Time ausschalten, wenn Sie besonders akrobatisch durch die Gegend touren oder Kunststücke mit fahrbaren Untersätzen vollführen. Dann gibt's Bonus-Punkte und Sie schalten sogenannte Loco-Moves frei, aber dazu später mehr. Bienvenido, amigo. Ich höre viel Gutes von dir. Nachdem wir die Burrito-Buden aus dem Weg geräumt haben, widmen wir uns der nächsten Story-Mission. Die Virgilios haben Morales 3 brandneue Trucks geklaut. Morales braucht die Trucks pronto, und zwar für 100 Tonnen Koks, comprende? Während ich mich jetzt daran mache, den ersten LKW zu stibitzen, zeige ich Ihnen einen der Loco-Moves. Das sind Spezialangriffe, die Sie im Verlauf freispielen. Die reichen von ziemlich blutigen Angriffen, die wir Ihnen hier nicht zeigen können, bis zu höchst amüsanten Attacken wie dieser hier. Piñata, boom, boom! Pinche cabrone, allzu viel Abwechslung sollten Sie sich von den Missionen übrigens nicht erhoffen. In den meisten Fällen sollen Sie eine bestimmte Anzahl von Gegenständen oder Objekten sammeln oder Gegnern ausschalten. Während ich mich jetzt am letzten LKW vorkämpfe, endet unser Testvideo zu Total Overdose. Wenn Sie neugierig geworden sind, dann lesen Sie unseren Test im Heft und genießen Sie noch einen abschließenden Loco-Move. El Toro! Scharfer Move! Schädel und Knochen.